Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 155-jährigen Geschichte und Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Wir möchten das Leben der Menschen verbessern und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, heute und in Zukunft. Die Menschen werden immer älter und immer mehr. Alle wollen gesund bleiben und genug zu essen haben. Für uns bei Bayer ist es Motivation und Ansporn. Innovation in der Landwirtschaft ist heutzutage wichtiger denn je. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Landwirtschaft zum Wohle der Landwirte, der Verbraucher, unserer Umwelt und der Gesellschaft. Wir kombinieren Pflanzenschutz, Züchtung und digitale Werkzeuge und bringen damit Innovation schneller voran. Unsere Division Crop Science hat ihre Zentrale in Monheim, Deutschland und Niederlassungen in nahezu jedem Land der Welt. Was uns eint, ist unsere gemeinsame Begeisterung für Landwirtschaft. Die Zusammenarbeit mit anderen ist uns besonders wichtig. Gemeinsam suchen wir nach besseren Lösungen für die Herausforderungen der Landwirte und unserer Umwelt. Bayer, das steht seit Generationen für Kompetenz, Qualität und Vertrauen. Ein starkes Fundament. Das Leben verbessern, dafür legen wir uns Tag für Tag ins Zeug. Alle zusammen, überall auf der Welt, mit Begeisterung für neue Ideen. Wir nennen das Science for a Better Life. Leistungsorientierter und engagierter Nachwuchs ist von allergrößter Bedeutung für das gesamte Agribusiness. Das ist auch der Grund, weshalb Bayer den Förderpreis der Agrarzeitung von Anfang an unterstützt hat und nach wie vor unterstützt. Ich als Jurymitglied freue mich jedes Jahr auf die vielfältigen Bewerbungsunterlagen, die eingeschickt werden aus den unterschiedlichsten Arbeitsgebieten. Wie jedes Jahr war die Entscheidung sehr schwierig, aber wir haben uns auf folgende Kandidaten festgelegt. Hallo, mein Name ist Dr. Jonas Kiefer, ich bin 29 Jahre alt und ich forsche im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung. Ich habe Jura studiert in Freiburg, Frankfurt und Schweden und mich hierbei auf das Lebensmittelrecht spezialisiert. In meiner Doktorarbeit habe ich mich dann mit der Kennzeichnung der Produktherkunft von Lebensmitteln auseinandergesetzt. Zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln gibt es eine ganze Vielzahl von Vorschriften, die sich teilweise sogar inhaltlich widersprechen. Und deshalb ist es für Produzenten oft gar nicht möglich, im Vorhinein zu klären, ob ihre Etikettierung jetzt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Kernziel meiner Arbeit war es daher, wieder sozusagen Ordnung in diesen Regelungsdschungel zu bringen. Und ich habe Lösungsansätze entwickelt, die zum einen den Produzenten wieder mehr Orientierung bei der Etikettierung geben sollen, zum anderen aber eben auch den Verbrauchern wieder verlässlichere Produktinformationen zur Verfügung stellen sollen. Man kann sagen, dass mir mein Forschungsprojekt in den letzten Jahren wirklich ans Herz gewachsen ist. Ich wäre gern weiterhin forschend tätig und würde gerne meine Forschung auch ausbauen. Und ein Hauptziel so für die nächsten Jahre wäre es, nochmal für einen Forschungsaufenthalt ins Ausland zu gehen, um meine Forschung sozusagen nochmal in einen internationaleren Kontext zu setzen. Der Förderpreis der Agrarwirtschaft wäre für mich deshalb nicht nur die Anerkennung meiner bisherigen Forschungsergebnisse, zumal eben von der Agrarbranche als einer der Hauptadressaten meiner Lösungsziele. Er wäre eben auch die optimale Grundlage für meinen weiteren wissenschaftlichen Werdegang. Vielen Dank. Wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen mehr kommunizieren, wir müssen besser kommunizieren.
Viele von uns haben diese Sätze schon des Öfteren gehört. Und eine Frage, die sich häufig daran anschließt, ist, aber wie? Das steigende Bedürfnis der Landwirtschaft, Antworten auf genau diese Frage zu bekommen, war die Motivation für mich, vor 3,5 Jahren HofConnect zu gründen. HofConnect ist eine Kommunikationsberatung mit dem Schwerpunkt, Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu betreiben. In Seminaren und Vorträgen möchte ich für das Thema Kommunikation sensibilisieren und Landwirte und Landwirtinnen sprachfähiger machen. Nur wenn wir den Dialog offen und authentisch gestalten, können wir das Vertrauen der Konsumenten aufrechterhalten und an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar zurückgewinnen, wo es in den vergangenen Jahren durch fehlende Transparenz und mangelnde Dialogbereitschaft verloren haben. Ich komme selber aus der Landwirtschaft und mein Herz schlägt für die Landwirtschaft. Diese Eigenschaft in Kombination mit meinen Erfahrungen im Bereich der Kommunikation zeichnet HofConnect aus. Wenn auch Ihr Motto ist, nicht sollte, hätte, könnte, würde, sondern machen, dann unterstützen Sie mich und meine Idee, damit Öffentlichkeitsarbeit nicht nur ein Wunsch der Branche bleibt, sondern wir ihn auch gemeinsam in die Tat umsetzen können. Hallo, mein Name ist Saskia Strutzke und ich halte hier in meiner Hand ein kleines, aber geniales Gerät, was ein Gesundheitsmonitoring bei Rindern und Pferden ermöglicht und das kontinuierlich, automatisch und tierindividuell. Und wer möchte, auch per Live-Übertragung zu eurem Tier. Das heißt, der Herdenmanager muss nicht vor Ort sein, um die Gesundheit oder das Brunstgeschehen seiner Tiere zu beobachten, sondern er kann es auch ganz bequem aus der Ferne machen. Gestützt wird das Ganze durch eine spezielle App mit integriertem Warnsystem. Sollten also einmal Werte aus der Norm geraten, so wird das wiederum den Herdenmanager mitgeteilt. Doch wie funktioniert das Ganze? Die Methode, die dahinter steckt, ist für Tiere bisher nicht nur einzigartig, sondern hat sich bereits schon jetzt in zahlreichen Praxisversuchen als sehr erfolgsversprechend herausgestellt, weshalb wir uns auch entschieden haben, die Methode patentieren zu lassen. Derzeit sind wir in der Lage, Lautäußerungen, Wiederkaufphasen, aber auch die Atemfrequenz zu erfassen. Und dabei erfassen wir nicht einfach nur Frequenzen, sondern wir erfassen ein ganzes Spektrum an Parametern, wie Atemaussetzer, die Atemstärke oder auch Husten, ein wichtiges Thema im Kälberbereich. Und darüber hinaus forschen wir gerade sehr intensiv an ein Ketose-Frühwarnsystem. Also wie man sieht, ein Multitalent im Stall, das die Tiergesundheit und auch das Wohlbefinden nachhaltig verbessern wird. Vielen Dank.